ihr Lieben, ihr wisst ja um meine Liebe um Designer-Handtaschen und die letzten Wochen, die Videos haben das wahrscheinlich auch nochmal weiter zum Vorschein gebracht, wie viel ich mich mit Handtaschen beschäftige. Es gibt natürlich auch noch viel wichtigere Dinge im Leben, mit denen ich mich auch beschäftige, aber das ist auf jeden Fall ein großes Hobby von mir und so ein Hobby ist ja auch relativ teuer. Und da kommt meine Steuererklärung ins Spiel, weil ich nutze meine Steuererstattung immer total gerne, um eine Reise davon zu bezahlen, um was im Interior-Bereich zu kaufen für die neue Wohnung in Arnsburg zum Beispiel. Oder auch, um eine neue Designer-Handtasche zu kaufen oder das als Startkapital zum weiteren Sparen zu nutzen. Und ihr hattet euch auch gewünscht, dass ich euch mal zeige, wie ich meine Steuererklärung mache. Ich habe das jetzt hier alles aufgerufen. Ich habe mit dem Video eben auch schon komplett angefangen und war schon halb durch, bis ich festgestellt habe, dass an den Seiten leider immer diverse persönliche Daten von mir stehen, die ich so natürlich nicht ins Internet stellen kann. Deshalb machen wir das Ganze jetzt nochmal von vorne und ich blende euch dann einfach zwischendurch die Screenshots von den Seiten ein und schwärze die entsprechenden Anteile. Von daher holt euch jetzt einfach einen Kaffee, einen Tee, vielleicht auch, weil es so schön sonnig ist, einen Gin Tonic. Macht euch die Steuererklärung schön und dann erzähle ich euch mal, mit welchem Programm ich das mache, wie das so funktioniert und warum ich damit so zufrieden bin. Fangen wir erstmal an, womit ich arbeite. Ich arbeite mit Smartsteuer. Smartsteuer ist eine Online-Webseite, da registriert man sich quasi einfach nur mit E-Mail-Adresse und Passwort und kann dann da alle Daten eingeben. Und das total Tolle daran ist, wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt, dann ist das wirklich absolut perfekt, weil ihr könnt alles eingeben. Erst am Ende, wenn ihr die Steuererklärung digital ans Finanzamt abschickt und ihr müsst dann nicht mal mehr Papier hinterher schicken, es sei denn, da sind konkrete Dinge dabei, die das Finanzamt benötigt, darauf weist euch das Programm auch noch hin. Vorher zahlt ihr keinen Cent, erst wenn ihr es abschickt, muss bezahlt werden sozusagen. Das heißt, ihr könnt auch einfach nur mal auf dem blauen Dunst das alles irgendwie ausfüllen und wenn euch das am Ende nicht gefällt, dann macht ihr einfach nie eine Steuererklärung, keine Ahnung. Und das Ganze, die Website ist so aufgebaut, dass ihr da wie ein Interview durchgeführt werdet. Also das ist wirklich für Anfänger absolut geeignet. Ihr braucht keine Lohnsteuerhilfe oder ähnliches, weil das Programm beinhaltet alles kompletto. So, jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, zwischendurch die Screenshots zu machen. Also auf der ersten Seite könnt ihr halt super gut erkennen, dass ich schon seit mehreren Jahren dieses Programm nutze, weil hier halt verschiedene alte Steuerfälle von mir sind. Und was ich halt hier auch total positiv finde, ist, man kann immer den alten Steuervorfall aus dem Vorjahr in dieses Jahr übertragen. Das bedeutet, alle Daten, die ihr letztes Jahr eingetragen habt, wenn ihr das immer auf dieser Website Smartsteuer macht, überträgt er alle in dieses Jahr und ihr braucht die nur noch überschreiben und zu aktualisieren oder so stehen lassen, wenn sich da nichts verändert hat. Aber es steht schon mal alles drin und ihr vergesst nicht, gewisse Felder auszufüllen. Das finde ich total hilfreich, weil man hat ja in der Regel jedes Jahr das Gleiche, vielleicht mal eine kleine Änderung. Und das Programm überträgt das alles so für euch, dass ihr das nicht alles immer nochmal neu eingeben müsst. Wenn wir meinen Steuervorfall jetzt einmal öffnen, dann sieht man halt erstmal so eine Gesamtübersicht, was erwartet mich. Ich habe hier links an der Seite halt quasi die verschiedenen Reiter, wo er mich dann durchführen wird. Also allgemeines, meine persönlichen Daten, das Thema Einkünfte und halt dann auch noch Punkte wie Kapitalvermögen zum Beispiel, weil ich die extra angeklickt habe. Und ich gehe jetzt hier einfach mal auf Weiter. Schön, dass du hier bist. Super. Ich habe ein Benutzerkonto, ich bin doch auch angemeldet. Was ist denn hier nicht ganz richtig? Da bist du wohl ein bisschen verrutscht. So, da sind wir jetzt aber richtig. Also zu Anfang, das brauche ich euch, glaube ich, nicht einblenden, fragt er, ob man ledig ist oder verheiratet ist, wie der Name ist und ob man Kinder hat. Das füllt man einfach aus. Und dann kommt die Seite, auf der steht, was hat man denn für Einkünfte letztes Jahr bezogen. Bei mir ist das Gehalt gewesen, ganz klassisch, ich bin angestellt. Und zusätzlich habe ich 2 Monate gehabt, wo es Kurzarbeitergeld gegeben hat zu einem Teil. Und das ist hier ein Punkt, den ich dann einfach angeklickt habe. Wenn ihr in Elternzeit gewesen seid, wenn ihr Beamter gewesen seid, wenn ihr schon in Rente seid, dann könnt ihr das hier entsprechend auch anklicken und kriegt dann noch andere Fragen wahrscheinlich zwischendurch gestellt, weil ich kriege jetzt quasi nur die Fragen auf Arbeitnehmerseite dazu gestellt. Die nächste Seite, die kommt, erfragt nochmal nach der Selbstständigkeit. Auch hier gibt es oben drüber immer so Kurzüberschriften, kurze Erklärungen, die das Ganze relativ einfach gestalten. Da kann man also wirklich nichts verkehrt machen.
Und dann ein Punkt, der mich halt letztendlich auch betrifft, ist das Thema Vermietung, Kapitalvermögen. Vermieten tue ich nicht, aber ich habe Kapitalvermögen und das werden wohl auch die meisten haben. Sobald ihr ein Sparbuch habt und Zinsen bekommt, kriegt ihr auch darüber eine Bescheinigung und die könnt ihr ja zum Beispiel auch mit erfassen. Das habe ich zum Beispiel später gemacht. Dann gibt es noch die Frage nach weiteren Einkünften. Ich hatte an der Stelle keine weiteren Einkünfte, weil ich nur meinen normalen Job habe. Hier mit YouTube ja, verdiene ich kein Geld. Das mache ich ja alles nur, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und mir der Austausch mit euch so gut gefällt. Und was jetzt dieses Jahr auch ganz besonders an der Steuererklärung für mich gewesen ist, ist, dass es halt auch schon Hinweise zum Thema Corona gegeben hat, ne? Also da war zum Beispiel das Thema Homeoffice ein Punkt. Und das sind Punkte, das wusste ich jetzt durch Zufall vom Kollegen, aber das weiß ja nicht unbedingt jeder. Und deshalb finde ich es total toll, dass dieses Programm einen da so, also ich sage mal Programm, aber es ist ja eine Website, ne? Also ihr wisst dann, was ich meine. Und dass man dann da so durchgeleitet wird. Dann kommen nochmal persönliche Daten wie Geburtsdatum, Anschrift, ob man in der Kirche ist, welchen Beruf man ausübt und ob man studiert hat. Man wird auch noch gefragt, ob man eine Behinderung hat, ob man Hinterbliebenenbezüge bekommen hat. Und dann geht es auch schon los mit der Erfassung der Lohnsteuerbescheinigung. Ich habe hier eine erfasst. Ich zeige euch mal, wie das hier im Groben so aussieht, wenn man so eine neu erfasst. Und zwar gibt man halt oben den Arbeitgeber ein und darunter, und ich blende euch jetzt mal so ein Bild sozusagen ein, kommen halt ganz viele Ziffern. 1, 3, 4, 5, 6, 7, Kirchensteuer und so weiter steht dann daneben. Das sind genau die Zeilen aus eurer Lohnsteuerbescheinigung, die ihr einmal im Jahr ungefähr Anfang des Jahres von eurem Arbeitgeber bekommt. Da steht halt drin, welche Einkünfte habt ihr alle letztes Jahr bekommen, Entschuldigung, welche Abgaben haben alle stattgefunden, also sowas wie Arbeitslosenpauschale, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und ähnliches. Das trägt man dann hier an der Stelle in den jeweiligen Zeilen ein. Und von daher kann man da halt auch gar nicht viel falsch machen, weil die Bescheinigung gibt euch ja alles vor, was hier eingetragen werden muss. Und hier steht halt auch nach genau diesen Zeilen sortiert, was ihr da eintragen müsst. Dann gehen wir einmal weiter. Nein, wir gehen wieder zurück und ich muss die wieder löschen, weil er mich sonst nicht weiterlässt. Wenn ihr diese Gehaltsabrechnung eingetragen habt, dann werden nochmal weiterführende Fragen gestellt, ob ihr zum Beispiel Grenzgänger seid, ob es Einkünfte gab, die keinem Lohnsteuerbezug unterlegen haben, ob es nebenberufliche Tätigkeiten mit Aufwandsentschädigung gab oder halt auch zum Beispiel, ob es eine. Ja, ob ihr vermögenswirksame Leistungen angelegt habt und dafür zum Beispiel noch eine staatliche Förderung bekommen könnt, dann könnt ihr das alles hier anklicken. Habe ich alles nicht, von daher kommt für mich ja auch kein weiterer Punkt. Aber was ich dann sehr wohl habe, sind Werbungskosten. So, wie kriege ich das gut gescreenshottet? Dum, dum, dum. Das hier sind meine persönlichen Ausgaben, die ich hatte. Also das ist zum einen der Fahrtweg, dann habe ich gegebenenfalls Arbeitsmittel gekauft, ich habe Reinigung von Kleidung gehabt, ich hatte das Thema Homeoffice, ich habe das Thema Kosten für die Erstellung einer Steuererklärung gehabt. Also das, was ihr am Ende hierfür bezahlt, das sind aktuell 34,99 € für das Absenden der Steuererklärung dann sozusagen. Das kann man jedes Jahr wieder steuerlich absetzen, dafür gibt es dann auch wieder ein paar Euros zurück. Und dann hatte ich hier ganz unten auch noch eine Rechtsschutzversicherung und den arbeitsrechtlichen Teil der Rechtsschutzversicherung, den kann man steuerlich in den Werbungskosten absetzen. Also nicht die gesamte Rechtsschutzversicherung, aber einen Teil auf jeden Fall schon. Und es ist hierbei ganz wichtig, dass ihr das bei den Werbungskosten erfasst und nicht später bei den Versicherungen, weil bei den Vorsorgeversicherung bei, ich weiß gar nicht, Vorsorgeaufwendung heißt es, glaube ich, im Steuerrechtlichen. Bei den Vorsorgeaufwendungen könnt ihr halt nur einen gewissen Teil absetzen, weil wenn ihr dann eine bestimmte Grenze überschreitet, alles, was da drüber kommt, ist halt nicht mehr absetzbar. Deshalb ist es super, wenn man gewisse Sachen schon bei den Werbungskosten angeben kann. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir die Fahrtwege angeben. Da gibt man einmal an, in welchem Zeitraum man das Ganze besucht hat, wie viele Krankheits- und Urlaubstage man hatte. Dazu zählt zum Beispiel dann auch die Homeoffice-Tage, weil er hieraus nachher berechnet, wie viel Wege ich sozusagen zurückgelegt habe. Und daraus ermittelt er automatisch, an wie vielen Tagen man gearbeitet hat. Man kann hier noch angeben, wenn man von der Arbeit noch irgendwohin weitergefahren ist. Das habe ich in der Vergangenheit einmal irgendwie gemacht, aber irgendwie hat das keinen Unterschied ergeben. Deshalb weiß ich nicht genau, wofür das gut ist. Habe ich aktuell aber auch nicht mehr, von daher ist das an der Stelle egal.
Und dann kommt die nächste Seite, da gibt man dann die Entfernungen an und auch wie man das zurückgelegt hat. Und ich fahre immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, deshalb gehe ich direkt auf die nächste Seite weiter und habe dann in einer Tabelle erfasst, wie viel ich quasi für meine Bahnkarte im Jahr bezahlt habe. Und dann wird das an der Stelle hier angesetzt und wirkt sich dann wiederum halt auf den zu erstattenden Betrag aus. Bei mir seht ihr übrigens, sofern das hier überhaupt eingeblendet ist, ja oben immer diese 1361 Euro stehen. Normalerweise, wenn man zum ersten Mal das Schritt für Schritt durchgeht, verändert sich dieser Betrag permanent, weil ja immer wieder was Neues dazukommt. Und in meinem Fall ist es so, dass das ja schon abgeschickt ist, deshalb ist es schon alles fertig. Aber bei euch wäre es so, dass sich dieser Betrag immer verändert. Dann hatte ich Kosten für Arbeitsmittel. Welche Kosten für Arbeitsmittel habe ich denn hier abgesetzt? Gucken wir doch da mal rein. Ach genau, Internet- und Handygebühr. Und dann ist es so, dass man hier angeben kann, wie groß der berufliche Nutzungsanteil ist. Das heißt, ich habe hier angegeben, wie viel zahle ich für meinen Vertrag sozusagen. Und dadurch, dass ich den zu einem gewissen Teil auch beruflich nutze, durch WhatsApp-Nachrichten, Telefonate oder ähnliches, habe ich das hier mit angegeben. Und das wird entsprechend dann auch steuerlich berücksichtigt. Habe ich das jetzt gescreenshottet? Ich mache es ansonsten lieber nochmal. Dann haben wir Kosten für die Reinigung und Reparatur von Arbeitskleidung. Dann gehen wir weiter, das ist auch wieder kein Hexenwerk. Genau, und dann kommt das Thema Homeoffice. Das war jetzt dieses Mal das allererste Mal, dass ich das eingegeben habe. Und dann musste ich hier halt erfassen, an wie vielen Tagen ich Homeoffice gemacht habe. Und ja, habe dann entsprechend angegeben, ob ich die Maximalpauschale vom Homeoffice nutzen möchte und habe das einfach so angeklickt. Ich wüsste ehrlicherweise auch nicht, was passieren würde, wenn man das nicht so anklicken würde. Dann kommt der Punkt, den ich eben gerade genannt habe, nämlich die Kosten für die Steuererklärung sozusagen. Also wenn man Smartsteuer dann komplett durchgespielt hat und am Ende ans Finanzamt übermittelt, dann zahlt man in dem Moment, ich mache das eigentlich meistens per PayPal, 34,99 Euro waren das letztes Jahr anscheinend schon und sind es auch dieses Jahr. Das ist tatsächlich im Verhältnis zu anderen Steuerprogrammen teurer, die glaube ich dann nur teilweise 20 oder 25 Euro kosten. Aber ich finde das ja einfach so unfassbar komfortabel, dass es mir das wert ist, diese 10 Euro mehr da auszugeben. Vor allem bei einer Erstattung von 1300 Euro fällt das am Ende für mich auch irgendwie nicht so sehr ins Gewicht. Und ich weiß vor allem, dass ich hier etwas habe, was absolut verlässlich ist, was für mich unglaublich gut funktioniert und wo ich halt überall drauf Zugriff habe. Und selbst wenn mein iPad mal kaputt gehen sollte, dann ist das Programm nicht weg, so wie ich das in der Vergangenheit schon mal hatte, dass ich da ein Steuerprogramm auf meinem Rechner hatte und dann nicht mit rangekommen bin. Nein, es ist ja alles im digitalen Web irgendwo hinterlegt. Zu den Werbungskosten hatte ich vorhin schon gesagt, kann man halt auch den beruflichen Anteil der Rechtsschutzversicherung setzen und auch den beruflichen Anteil der Unfallversicherung. Das ist bei mir ganz gut, weil ich den privaten Teil der Unfallversicherung halt nicht mehr steuerlich absetzen kann, weil ich so viele Vorsorgeaufwendungen habe, dass ich über die Grenze schon rüber bin. Deshalb ist es hier ganz hilfreich, dass ich da schon die Hälfte dann im Rahmen der beruflichen Unfallanteil sozusagen ansetzen kann. Dann kann man noch Kontoführungsgebühren hier an der Stelle ansetzen, wenn man welche hat und wenn ja, in welcher Höhe. Und dann kommt eine Seite, die ist nochmal ganz interessant zum Thema Kapitalerträge. Da kann man nämlich diese Jahressteuerbescheinigung erfassen. Also nicht die Bescheinigung von eurer Lohnsteuer für das Gehalt, sondern wenn ihr ein Sparbuch bei einem Institut habt, einen Fondssparplan, Bausparverträge, ein Aktiendepot oder ähnliche Geldanlagen, dann bekommt ihr von jedem Institut immer eine Bescheinigung und die könnt ihr hier auch hinterlegen. Die kann ich euch jetzt so leider nicht zeigen, aber das ist quasi das gleiche Prinzip wie bei den Lohnsteuerbescheinigungen vom Gehalt. Da gibt es halt auch entsprechend Zeilen, das tragt ihr genauso ein. Und wenn ihr mehrere habt, also ich hatte zum Beispiel Voranlagen, Bausparverträge und normale Sparkonten bei entsprechend drei verschiedenen Instituten. Deshalb habe ich die quasi hier dreimal erfasst, weil das drei verschiedene Bescheinigungen gewesen sind. Manche haben wahrscheinlich eigentlich weniger. Dann kommen wir zu weiteren Ausgaben, die man steuerlich absetzen kann. Da hätten wir bei mir das Thema Riester und das Thema Spenden. Ich zahle... Genau. Zwischendurch wird noch gefragt, ob man jetzt eigentlich gesetzlich oder privat krankenversichert ist. Ich bin ganz normal gesetzlich krankenversichert. Dann muss man hier auch nochmal die Beiträge eintragen, die man zuvor schon eingetragen hatte. Beziehungsweise es kann auch sein, dass er sich die automatisch an der Stelle zieht aus den Zeilen, die ihr quasi schon aus der Lohnsteuerbescheinigung zu Anfang bei den Einkünften erfasst habt.
Und dann kommt aber der interessante Punkt der Riester, weil Riester ist ja komplett steuerlich absetzbar. Ich zahle da an der Stelle auch den Höchstbeitrag ein. Und dann, was ich meinte, genau, Sonderausgabenabzug heißt das. Hier steht eine Angabe Ihrer als private Ausgaben abziehbaren Versicherung ist nicht notwendig. Das Steuerrecht sieht hierfür Höchstbeträge vor, die bereits überschritten sind. Ihre Eingaben wirken sich daher nicht aus. Ich habe das jetzt hier trotzdem immer jedes Jahr erfasst, einfach damit es drin steht, weil es kann ja mal sein, dass ich vielleicht durch Elternzeit, Arbeitslosigkeit oder so mal ein Jahr habe, wo ich tatsächlich weniger verdiene und wo das sich dann wieder doch bemerkbar machen würde, dass ich das hier angegeben habe. So eine Tabelle sieht im Übrigen so aus. Das kann ich euch, glaube ich, einfach ohne Probleme einblenden. Ja, das kann ich auch wieder schwarzen. Das ist so tabellenartig einfach aufgebaut, also im Grunde total einfach zu erfassen. Und wenn ihr hier noch nicht den Höchstbetrag überschritten habt, dann solltet ihr Angaben wie ja, der private Anteil der Unfallversicherung, eine Berufsunfähigkeit, was habe ich hier noch drin, genau, die Haftpflichtversicherung kann abgesetzt werden und das war es dann auch bei mir. Das könnt ihr halt hier an der Stelle angeben. Und ich finde das halt total gut, weil ich weiß halt im Zweifel, Mensch, ich habe den Höchstbetrag schon überschritten. Ich muss mir hier gar nicht die Mühe machen, das alles einzutragen, weil das hat sowieso keine Auswirkung. Oder auch, Mensch, es lohnt sich hier noch was einzugeben. Ich gehe nochmal meinen Versicherungsordner durch, was ich da alles so habe. Hier kommt jetzt der Punkt mit den Spenden. Ich spende jeden Monat an die SOS Kinderdörfer und habe dann nämlich eine Patenschaft über monatlich 35 Euro. Das ist etwas, darüber kriege ich auch am Anfang des Jahres immer eine Spendenquittung und kann das hier in der Steuererklärung absetzen. Ich habe das 2014 gestartet, als mein Vater gestorben ist, weil er das mal für mich gestartet hatte, als ich geboren worden bin. Das heißt, er hatte dann, ja, sein ganzes Leben oder mein ganzes Leben hatte er eine Patenschaft für die SOS Kinderdörfer. Ich glaube, am Ende auch mehrere. Für meinen Bruder hatte er das bestimmt auch dann irgendwie gemacht. Auf jeden Fall hatte er am Ende mehrere. Und ich hatte dann, ja, so in. Um ihn zu ehren, quasi, hatte ich damals damit angefangen und habe das halt seit 2014. Ja, und das sind halt diese 35 Euro monatlich und das sind dann aufs Jahr gesehen diese 420 Euro. Auch das erfasst man einfach wieder ganz leicht in Form von dieser Übersicht. Und ganz wichtig hier ist, man kann halt nur Sachen absetzen, die man, wo man halt eine Quittung für hat. Also im Zweifel, das Finanzamt für meine Steuererklärung muss ich keine Unterlagen einreichen. Das heißt, ich muss es nicht nachweisen. Aber wenn die nachfragen würden, müsste ich es nachweisen. Und auch für, ich weiß nicht, ein paar Jahre rückwirkend müsste man das auch vorweisen. Von daher macht es auch keinen Sinn, hier irgendwie zu lügen oder so. Und so Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel in die Kirche geht und da einen Klingelbeutel was reinwirft, das kann man halt nicht absetzen, weil das halt keine, ja, gibt es halt keine Bescheinigung zu. Ah, ich merke, dass mein Hals trocken wird. Ich muss mal was trinken bei dem ganzen Reden. Auch total gut ist der Punkt außergewöhnliche Belastung. Wenn man außergewöhnliche Belastungen hat, kann man die auch noch steuerlich absetzen. Hier ist aber die Besonderheit, dass sich das, was als außergewöhnliche Belastung anerkannt wird, an eurem Einkommen richtet. Das heißt, wenn ihr ein hohes Einkommen habt, ist die Grenze dafür, dass ihr außergewöhnliche Belastung erreicht, höher. Also um mein Beispiel zu nennen, bei mir sind das diese 3.816 Euro. Nur wenn ich außergewöhnliche Belastungen habe, die höher sind, macht es Sinn, die hier anzugeben, damit ich einen Steuervorteil generiere. Alles, was drunter ist, kann ich gar nicht, also könnte ich angeben, aber ist wieder genau das gleiche wie mit den Sonderausgaben vorhin bei den Versicherungen. Das hat halt dann einfach keine Auswirkung. Wenn jetzt aber jemand ein niedrigeres Einkommen als ich hat, dann wäre dieser Betrag nicht bei 3.800 Euro, sondern niedriger. Wenn jemand ein höheres Einkommen als ich hat, dann ist der Betrag noch ein bisschen höher, weil halt jedem analog seines Einkommens zugemutet wird, gewisse Belastungen selber zu tragen. Und das könnten hier zum Beispiel Beerdigungskosten sein oder was steht hier noch mit dabei? Medizinisch notwendige Behandlungen, Kosten durch Umweltschäden und ähnliches. Also hier sind auch immer noch mal diese Beispiele genannt. Spannend sind auch noch mal die Haushalts- und Handwerkerleistungen, weil aktuell wohne ich ja auf jeden Fall zur Miete und ich glaube auch mit meiner zukünftigen oder unserer zukünftigen Eigentumswohnung ist es so, dass wir da gewisse Tätigkeiten absetzen können. Und das super Gute bei meiner Verwaltung ist, dass die mir das mittlerweile sogar ausweisen und sogar eine Seite speziell für die Steuer fertig machen, dass ich das da so eintragen kann. Total toll. Kann ich euch das hier noch detaillierter zeigen? Genau. Also das sind dann zum Beispiel Kosten für
Hier steht es ja auch: Nebenkostenabrechnung, handwerkliche Tätigkeiten, haushaltsnahe Dienstleistungen. Also auch wenn man Eigentum hat, hat man natürlich solche Ausgaben. Und nagelt mich darauf nicht fest, aber um mal so ein Verständnis zu bringen, was ich mir darunter jetzt vorstellen würde, wäre so, wenn ich einen Schornsteinfeger beauftrage. Bei uns in einer Mietwohnung sind das so diese Tätigkeiten, hier reinigt einer das Treppenhaus, hier macht einer die Gartenanlage und ähnliches. Das sind verschiedene Tätigkeiten, die man absetzen kann. Und bei mir habe ich das Glück, dass die Verwaltung das tatsächlich extra ausweist. Das kann man aber ansonsten, glaube ich, auch ziemlich gut googeln. Also wenn ihr unsicher seid, was ihr da ansetzen könnt und eure Verwaltung das nicht so explizit ausweist, dann könnt ihr das bestimmt auch nochmal über Google herausfinden. Da ich ja zu Anfang angegeben habe, dass ich ledig bin, fragt er mich jetzt noch, ob ich in diesem Jahr mit jemandem anderen in diesem Haushalt zusammen gelebt habe. Das, dahinter verbirgt sich wahrscheinlich, dass man das ja da nicht zweimal absetzen kann. Das habe ich nicht, weil Kevin und ich zwei verschiedene Haushalte führen. Dann fragt er hier noch nach sonstigen privaten Aufwendungen. Darunter zählen zum Beispiel auch Kirchensteuernachzahlungen. Also wenn ihr in der Kirche seid und Kirchensteuer zahlt, kriegt ihr ja auch über die Einkommensteuererklärung, wenn ihr eine Erstattung bekommt, auch immer einen kleinen Teil Kirchensteuer erstattet. Und den müsst ihr aber in der folgenden Steuererklärung immer wieder angeben, weil der irgendwie komischerweise dann wieder als Einkunftsart zählt und dann nochmal versteuert werden muss. Frag mich nicht warum, ist so, deshalb hier Obacht mit der Kirchensteuer. Bei meiner Mama ist das so, dass sie Witwenrente bekommt und das ist der Grund, weshalb sie immer Steuervorauszahlung leisten muss. Auch diese könntet ihr hier an der Stelle angeben, wenn ihr sowas macht. Oder auch noch weitere Details angeben, wenn jemand anderes den Steuerbescheid bekommen soll oder ob jemand hier bei der Steuererklärung irgendwie behilflich war. Ist bei mir alles nicht der Fall, deshalb kann ich euch da leider auch nicht sagen, was sich dahinter verbirgt. Aber ich denke, die meisten machen das wahrscheinlich sowieso entweder über so ein Programm selber oder geben es komplett weg und nicht so eine Mischform. Dann hinterlegt ihr, welches Finanzamt für euch zuständig ist und hinterlegt da auch eure Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer. Dann ganz wichtig natürlich auch, habt ihr eine Bankverbindung, die würde ich natürlich immer eintragen, damit das Geld sofort überwiesen wird und gebt dann entsprechend eure Bankdaten da ein, damit das Geld auch schnell kommt. Hier kann ich noch angeben, ob ein akademischer Titel vorliegt, den habe ich nicht. Und dann ist die Frage, ob ich bereit bin, meine Steuererklärung elektronisch zu übermitteln und auch, dass ich berechtigt bin, die zu übermitteln. Ja, auch total toll am Ende, da kommt der Smart Check. Wenn man darauf klickt, dann startet er den. Warte, kann ich nochmal zurückgehen? Jetzt bin ich schon durch. Ah, shit, das habe ich nicht geschrieben. Ja. Am Ende kommt der Smart Check, da klickt man dann drauf und da kommen dann im Zweifel Empfehlungen. Da sagt er, Mensch, willst du nicht hier oder hier noch was eintragen? Prüf das nochmal. Also der macht so eine gewisse Plausibilitätsprüfung. Macht das alles so Sinn? Oder gibt nochmal einen Tipp, Mensch, du hast hier was eingegeben, ist das da an der Stelle so richtig? Also bei mir sind das diese außergewöhnlichen Belastungen. Oder auch bei Riester sagt der Mensch, ich zahle mehr als meinen Mindesteigenbeitrag rein, ob ich das wirklich so möchte. Klar will ich, dass ich mir die Steuer verteile. Und dann kann man halt auch von da aus auf diese jeweiligen Punkte springen. Und ansonsten, wenn alles in Ordnung ist, dann hackt man sie einfach ab und geht dann an der Stelle weiter. Und da meins jetzt schon abgeschickt ist, kann ich hier leider euch nichts weiter zeigen. Aber was da am Ende des Tages quasi einfach kommt, ist nochmal eine Übersicht. Man kann eine Vorabschau machen, wie die Dokumente aussehen, die dann ans Finanzamt geschickt werden. Und dann würde man halt tatsächlich an den Punkt kommen, dass man diese Steuererklärung so übermittelt. Und dann ist man auch schon fertig. Also das heißt, es kommt der Punkt, ich bezahle jetzt diese 35 Euro. Ich mache das, wie gesagt, immer über PayPal. Das ist einfach ein Schritt, den wird man da quasi so durchgeleitet. Und dann am Ende fragt er, möchtest du die Steuererklärung jetzt elektronisch übermitteln? Und was da auch noch eine Besonderheit ist, ist, wenn das Programm sagt, Mensch, gewisse Dokumente müsst ihr auf jeden Fall per Post da hinschicken, dann sagt er euch das. Ansonsten, wie bei mir jetzt oder auch bei Kevin, für den habe ich auch die Steuererklärung dieses Jahr schon gemacht, ist es so, dass er die Steuererklärung komplett elektronisch übermittelt und nur auf Nachfrage vom Finanzamt müsste man dann gegebenenfalls noch Unterlagen einreichen, wenn denen irgendwas Spanisch vorkommt, wenn die eine Stichprobe machen und sagen so, bei denen müssen wir jetzt irgendwie nochmal Unterlagen prüfen. Und ansonsten, also die letzten Jahre war es dann immer so gewesen, ich habe es digital übermittelt. Der Steuerbescheid kommt dann zurück, den bekommt man dann per Post und bei Smartsteuer kriege ich das auch irgendwie nochmal vorab per E-Mail. Und kann dann, beziehungsweise kann das dann auf dieser Webseite irgendwie aufrufen.
Und wenn es da zum Beispiel auch Abweichungen gibt, dann zeigt er mir die in Rot-Grün an. Das heißt, er gibt einmal an, was habe ich eingetragen und was ist tatsächlich vom Finanzamt akzeptiert worden. Das Besondere in einem Jahr bei mir war auch, dass ich eine Sache irgendwie nicht richtig angegeben hatte und dann nochmal mehr wiederbekommen habe, als ich das für möglich gehalten habe. Es kann natürlich aber auch sein, dass man an der einen oder anderen Stelle etwas zu viel angegeben hat, wo er dann sagt, nee, das war jetzt hier nicht so ganz richtig, denn das ist entsprechend weniger. Aber vor allem finde ich halt immer schön, dass man diese Gegenüberstellung hat. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, sogar einen Gleichstand. So, ich bin irgendwie ein bisschen außer Puste. Wenn ich so lange am Stück spreche, dann ja, brauche ich jetzt unbedingt erstmal ein Glas Wasser. Ich hoffe, dieser Einblick in, wie ich meine Steuererklärung erstelle, war jetzt nicht so staubtrocken, wie Steuererklärungen für manche wahrscheinlich sind. Und ich hoffe, dieser Einblick in, wie ich meine Steuererklärung mache, hat euch gefallen und muntert euch dazu, auch eure Steuererklärung zu machen, euch mit einem Vino, einem Glas Gin Tonic, einem Tee oder nur einem Glas Wasser und einem Schokoriegel auch daran zu machen. Und ja, mir macht das immer super, super viel Spaß. Ich habe Kevins Steuererklärung dieses Jahr auch mit viel Freude gemacht, weil ich einfach das immer total toll finde, wie sich das dann immer aufbaut, wie die grüne Zahl dann irgendwie immer steigt. Ich habe zumindest das Glück, dass ich immer eine Erstattung bekomme. Ich hoffe, das ist bei euch genau das Gleiche. Und dann wollen wir mal sehen, was ich mir von meiner Steuererstattung als nächstes kaufe. Ob es eine Handtasche wird, ob es etwas für die Ahrensburger Wohnung wird, da werden nämlich auch noch einige Kosten auf uns zukommen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, das Geld wird nicht auf dem Konto liegen, sondern das wird in irgendeiner Form ausgegeben. Und ihr werdet mit Sicherheit erfahren, was ich mir davon gekauft habe. Von daher, macht euch an eure Steuererklärung ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Erfolg vor allem dabei. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann sprecht mich gerne an. Wie gesagt, ich bin keine Steuerberaterin, aber ich helfe auf jeden Fall immer gerne, wenn ich eure Fragen beantworten kann. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.